So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wir sind angelangt, nachdem wir gestern das nervigste, dümmste Kapitel hinter uns gebracht haben, sind wir jetzt im Kapitel 3. Letztens noch getan als PvP-Beste. Und wir wollen gleich mal nach der Reihe die Aufgaben bearbeiten. Setze sechs sehr effektive Ladeattacken in Arenenkämpfen ein. Arena-Kämpfen ein. Ja, da haben wir gedacht, weil hier die umliegenden Arenen, wie zu Hause, das wäre ja viel zu einfach gewesen, ist eh alles tot, wenn ihr da angreift, ne? Laufen wir mal hier runter. Da ist nämlich die Brücke der Technik, die X-Red Arena. Die ist nämlich weiß. Das setze ich jetzt einfach vom zweiten Account was rein. Ein dickes Relaxo oder so. Und dann können wir da mal mit Machomai angreifen. Oder mit Mashok. Oder mit Macholo. Mal gucken, wir nehmen irgendwas Kleines und hauen da mal ein bisschen dran rum. Gucken mal, was passiert. Hier ein fettes Golbat, ein wildes. Brauchen wir aber eigentlich nicht, oder? Können wir ja versuchen zu fangen. Wir melden uns zurück, wenn wir an der Brücke stehen. Frisur ist auch wieder top. 615 WP, das fangen wir und sehen uns gleich an der Brücke. So, wir sind an der Brücke angekommen und guckt euch mal den Kanal an. Ne? Da ist schon wieder alles gefroren. Überall Eis, aber ihr wisst Bescheid. Hashtag kurze Hose muss sein. Ma, was ist denn das, Junge? Da wird mal überall bekloppt gemacht. Vorhin schon der Flo auf dem Weg hier runter. Wir sind jetzt aber hier. Da sitzt noch ein Burmi. Das wollen wir mal anklicken, andrücken. Vielleicht ist es ja ein Shiny. Nee, ist es nicht. Sieht man aber eh keinen Unterschied. Wir sind jetzt ganz schlau. Wir haben uns nämlich einen zweiten Account mitgenommen. Den haben wir hier. Das ist der Iswo. Den setzen wir jetzt in die Arena. Bei dem drücken wir aber auch mal an. Das seht ihr aber nicht. So, und er hat nichts. Gut. Wir setzen mal ein Relaxo rein, was wir dann bekämpfen können. Ich hoffe, der hat auch was. Ich meine, das seht ihr jetzt nicht, aber Reh, ein richtig großes, saftiges hier. 3100. Jetzt seht ihr, die Arena ist rot geworden. Und da können wir jetzt mal drauf, können den dicken Iswo einfach mal in der Arena verprügeln. Ich hoffe, der ist mir nicht böse, dass ich seinen Account zweckentfremdet habe. Wir nehmen auch ein kleines Macholo. Obwohl, das große müsste ja reichen. Wir nehmen einfach mal ein kleines am Anfang. Mal gucken, ob wir mit dem überhaupt bestehen können. Wenn nicht, heilen wir hier einfach ein bisschen hoch jedes Mal, dass wir diese 7 Attacken durchbringen. Es zählt ja leider nur eine Attacke pro Kampf. Selbst wenn ihr 7 Mal die in einem Kampf macht, zählt das nur einmal dazu. So. Ist jetzt schon durchgegangen, zeigt aber nichts an. Ich weiß nicht, ob der Kampf erfolgreich sein muss oder ob es reicht. Wenn wir jetzt fliehen würden. Es passiert nichts. Es muss also, naja, das wieder diese Beschreibung von der Aufgabe. Ihr müsst also komplett durchziehen. Wir versuchen es also nochmal, nehmen wieder das Macholo von rein. Mach. Oll. Jetzt hat es natürlich keine Energie mehr, da müssen wir nochmal drauf heilen. So. Jetzt hauen wir drauf, jetzt entkommt er uns nicht. Der Rüpel, der Iswo, der wird jetzt gleich in seiner Straßenbahn sitzen, wird versuchen, Pokestops zu drehen und sich wundern, wieso nichts funktioniert. Wir gucken so lange, ob wir das Relaxo mit dem kleinen Macholo besiegen können. Jetzt sieht es eigentlich gut aus, aber wenn er seinen Charge-Move macht, sind wir wahrscheinlich weg. Eins von sechs auf jeden Fall. Das sind ja gar nicht 7, das sind ja nur 6 Stück. Wir hauen jetzt einfach trotzdem normal mit dem Machomai drauf. Schreibt ihr auch eine Arbeit, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wie der werte Herr hinter mir eben. Mutti, ich muss los, ich schreibe eine Arbeit. Ich fühle mit dir, Bruder.
Er hat sogar 90 goldene Himbeeren, das heißt, da können wir ruhig ein paar verbrauchen. Sonst hat er nämlich immer nur 10 Stück oder so. So. Zwei von sechs. Jetzt hauen wir eine Beere drauf. Jetzt müsst ihr wieder voll haben, dass wir das nächste machen und das nächste und das nächste. Vielleicht hätten sich ein paar von der Schule hier noch mit reingesetzt, dann wäre das noch einfacher gegangen. Ist wohl, wenn du das siehst, sei mir nicht böse, dass ich deinen Relaxer so malträtiere. Wir cheaten heute ein bisschen, wir machen alles mit dem zweiten Account. Auch bei PvP, da wollte ich mir die ganze Zeit was aufheben, nämlich eine Goldmedaille, aber die werden wir heute auch einfach in die Sendung mit reinnehmen, bevor ich da warte. Ich kann ja trotzdem mal anfragen in der Gruppe später, ob jemand kurz ein PvP-Match machen möchte. Und falls ich verliere, mache ich es einfach mit dem zweiten Account. Ganz stümperhaft. 3 von 6, vielleicht kommen die 4 von 6, da muss ich nochmal eine Beere draufknallen und dann wird er nie erfahren. Wir verlassen die Arena auch wieder weiß. Ihr sollt ja immer alles so verlassen, wie ihr es vorgefunden habt. Das gilt nicht nur im Real Life, das gilt auch in Pokémon. Also wenn die Arena vorher weiß war, lassen wir sie dann auch weiß zurück. Richtige Lebensweisheit. Ha, da steckt auch das Wort weiß drin. Kommen wir jetzt hier nochmal drauf gezimmert. Der Bauch schwabbelt rum, sieht aus wie so ein Ramses, ne? Richtig genial. 4 von 6, noch 2 Stück. Wie macht ihr das immer mit den Arenen? Ihr habt bestimmt Glück, bei euch ist alles hochgeheilt. So, eine Beere drauf und Zeit verzögert. Vielleicht zeigt es mir gleich an. Ich gehe noch mal kurz zurück. Jetzt müsst ihr es aber voll anzeigen. Ja, wir hauen noch zweimal mit dem Machomai drauf, beziehungsweise dreimal. Wir stoßen sie aus der Arena noch mal raus, komplett. Hier, das andere Handy kann ich so lang zumachen, wenn ich es hinkriege. Ne, kriege ich nicht. Gut, doch, jetzt habe ich es. Stecken wir mal ein. Hauen den Dicken aus der Arena. Hier ist zufälligerweise auch ein Lokmodul an. Das ist bestimmt wieder ein Lehrer nebenbei. Ihr schreibt mal Klassenarbeit. Ich setze mich hin, ne? Ich zock so lange und fange ein paar... Ja, was kommt gerade so? Fange ein paar Onyx, ne? Mir fehlt noch ein Shiny. Hat euer Lehrer auch immer Pokémon gezockt? Schreibt es mal in die Kommentare. Da ist sogar ein Rocket Stop mit Lokmodul. Also. Da kommen also nur Krypto-Pokémon raus. Aus dem Modul, ihr versteht. Was ist denn das hier? Da hängt was. Elisa Huhn, ich habe nicht viel zu tun. Ramses tut schon wieder die ganze Folge künstlich in die Länge strecken. Oben fliegt John Rambo. 6 von 6 ist eigentlich fertig, aber wir hauen ja noch mal drauf. Wir wollen den ja weiß zurücklassen, so wie wir es vorgefunden haben. So, Elisa Huhn. Mal gucken, ob ich das Burmi noch krieg. Da sitzt nämlich gerade noch ein grünes Burmi im Lokmodul. Wenn ich Glück habe, ist das noch da nach dem Kampf. Vielleicht ist das ja ein Shiny. Ich habe sogar gestern mein erstes Shiny Burmi bekommen. War, glaube ich, auch ein grünes. Das können wir euch ja gleich mal zeigen. Oder wir setzen es in die Arena, um anzugeben. Aber es würde eh keiner sehen, dass es ein Shiny ist. Also, nein, es ist nicht mehr da, weil jetzt das komische Roselia da ist. Aber ihr guckt euch das an, ne? Shiny Burmi, wie das funkelt und wie das glitzert. Sieht aus wie normales, braucht man also nicht. Gut, wir gehen jetzt mal fix in Rewe. Da muss ich noch was besorgen, weil heute ist ja Nikolaus. Und dann machen wir die... Was war überhaupt die zweite Aufgabe? Ach so, dann haben wir schon die Trainerkämpfe. Nee, dann würde ich sagen, die Trainerkämpfe machen wir zum Schluss. Die mache ich nämlich zur Not von zu Hause aus und mache dann eine Anfrage. Also machen wir als nächstes die 6 Team Go Rocket Rüpel. Melden uns beim letzten wieder, gehen aber jetzt erstmal fix Rewe. So, wir sind also angekommen an der schwebenden Schere. Ihr seht, 5 von 6 Rocket Rüpeln sind fertig. Einer fehlt noch, den wollen wir jetzt hier machen. Die Frisur fliegt schon wieder rum. Wir gehen mal hier drauf, drehen das mal, bevor der weggeht. Nicht wie beim letzten Mal, ist mir das ja auch schon passiert. Gucken uns mal den Satz an. Psycho, dann nehmen wir natürlich wieder Despo da mit Biss Knirscher. Stellen euch aber mal hier ab. So.
Das nervt immer noch so dermaßen, dass man ewig warten muss, wenn man ein Team auswählen möchte. So, wir hauen einfach 3 Despo da rein. Knüppeln den kurz durch, dann müssten wir auch fertig sein. Machen wir es mal noch ein Stück leiser. Nein, wohin genau? Wohin genau ist so behindert. Das ist immer so stark, das bringt immer mein halbes Despo da um. Ich weiß nicht warum. Wenn da was anderes ist, Trassler, fällt um, keine Chance. Aber wohin genau, das reißt immer alles über den Haufen. Jetzt habe ich Glück, dass es eine Attacke macht, damit ich vielleicht diese 3 Sekunden nutzen kann, meinen Move noch durchzubringen. Und vielleicht liegt es dann in der Ecke, aber das hat jedes Mal so einen krassen Quick Move, dass das Despo da bald drauf geht. Ich verstehe es nicht. Zum Glück kommt kein zweites hinterher. Ihr seht nämlich jetzt schon, beim Hypno ist es viel einfacher. Das macht kaum Schaden, während ich es fast noch umhaue mit dem halbtoten Despo da. So, 2 von 3. Beste Zeit jetzt natürlich, wenn die ganzen Leute am Start sind und hier langlaufen. Jetzt hätte ich mich auf die andere Straßenseite verkrümeln sollen. Und hier, Kirli, ja, da bräuchte man den Charge-Move nicht mehr. Da hätte es noch 2-3 Mal gereicht, einfach den Quick-Move zu machen, dann wäre das auch schon tot, aber wohin genau, einfach übelst overpowered. Das ist einfach so brutal. Ich weiß auch nicht, was ich sonst dagegen nehmen soll. Vielleicht ein, hier dieser, wie heißt das, vom Duo Dino, Tricke, irgendwas mit Trick, Tricke Faller, Tricke sonst wie. Das hat vielleicht eine bessere Verteidigung, dass das nicht gleich tot in der Ecke liegt. Wir fangen das, wenigstens kriegt man auch ein Wohin genau danach. So, mit dem knüppelroten Kreis. Ja, das dachte ich mir, Kollege. Hier sogar ein weibliches, was man natürlich an dem Lippenstift erkennt. Bam! Ist auch drin, ist gefangen. Nehmen wir mit, wir bewerten es auch mal kurz. Vielleicht ist es ja ein gutes, also vielleicht können wir es zu einem guten machen. Nee, ist es nicht. Ist Quatsch. Jetzt haben wir theoretisch noch die 3 Trainerkämpfe übrig. Dafür verziehe ich mich aber mal nach Hause. Frag auch mal an, ob jemand Zeit hat, den dritten zu machen. 2 Stück werde ich mit dem 2. Account machen und den 3. versuche ich dann wieder live gegen einen menschlichen Spieler zu machen. Und vielleicht kriege ich dann die Goldmedaille in der Meisterliga. Genau, da fehlt mir nämlich nur noch ein Kampf, schon seit 2 Jahren. Und ich wollte immer warten, bis ich alle 3 Goldmedaillen holen kann. Aber wir machen das einfach jetzt. Mal gucken, wenn jemand Zeit hat, machen wir das, ne? So, der Ramses ist zu Hause angekommen und vergesst einfach alles, was ich eben gesagt habe. Ich habe schon wieder mal nicht nachgedacht. Es steht auch extra dabei, gewinne 3 Superliga-Trainerkämpfe. Von wegen Goldmedaille in der Meisterliga mit dem letzten Platz, mit dem letzten Kampf. Das wäre natürlich cool gewesen fürs Video, geht ja aber nicht, denn ihr müsst ja in der Superliga kämpfen. Und ja, jetzt habe ich mal wieder ganz schlau, wie ich bin, in die Pokémon-Gruppe reingeschrieben, ob jemand Zeit hat natürlich für das Kapitel, den letzten Trainerkampf zu machen. Hab sogar Meisterliga reingeschrieben, hab mich dann korrigiert und so weiter. Jetzt warten wir mal gespannt, ob jemand Zeit hat und ob jemand eine Anfrage schickt, ne? Und wenn nicht, dann nicht, dann sitzen wir morgen wahrscheinlich noch hier. Mal hier einen Shiny-Check machen. Das wollte ich gar nicht, ich wollte eigentlich das Burmi. Shiny-Check, grün. Ein wildes Burmi erscheint. 52. Ein wildes Burmi erscheint. 163. Jetzt lädt's. Onyx. Onyx. Anderes Onyx. Ist auch nix. Da ist ein Rocket Stop. Da ist noch ein Rocket Stop. Oh, Frank möchte kämpfen. Das nehmen wir natürlich gerne an. Grüße aus Köln da, würde er jetzt wieder sagen. Superliga, da haben wir natürlich wieder unser Geheim-Pokémon, was wir immer nehmen eigentlich in der Superliga. Was ich irgendwie bei keinem anderen sehe, großartig. Es dauert wieder 10 Jahre. Nämlich das Libeldraht, weil das so schnell seine Attacke auflädt und durchbringt. Aber, was nehmen wir als zweites? Ich weiß es nicht.
Wir packen mal einfach noch ein Rihorn ein, Azumarill, keine Ahnung. Nehmen wir mal Klick-die-Klack, ne? Das haben wir ja noch gar nicht benutzt. Gucken mal mit Libeldra, mit Shiny Lavras, mit Shiny Klick-die-Klack, ob das was wird. Er hat also auch diesen roten Pullover von der Gala-Region an. Boden gegen Boden. Zusätzlich bin ich aber noch Drache. Mal gucken. Ja, das gibt sich nicht viel. Aber wir können unsere Attacke natürlich eher einsetzen. Dadurch können wir vielleicht ein bisschen Schaden machen, ihm zumindest die Schilde rauslocken. Damit hätte er nicht gerechnet. Zack, einfach draufgeknüppelt. Ich hoffe, der versucht mich jetzt nicht gewinnen zu lassen, sondern macht auch ernsthaft. Vielleicht will er sich aber sein Schild aufsparen, weil er ja weiß, dass ich mit Boden angreife und dass er davon nicht sterben wird, während ich hier alles rausballer. Vielleicht ist das auch schlau von ihm, dass er wartet, bis hinten was ist und hat noch Reserve. Schwache Verbindung, sehr schön. Danke Kabel Deutschland für die gute Verbindung. Jetzt hat er es ja, glaube ich, abgewehrt. Ich habe trotzdem Schiss, ich brauche das Libeldra, weil ich die Attacken rauslocken muss. Hätte ich einfach gleich drauf gedrückt und gleich den Charge-Move gemacht, ne? Aber den machen wir jetzt hinterher. Damit rechnet er nämlich jetzt nicht und ist überrascht, hoffe ich. Ah, er ist schon mal tot. Wir hauen weiter drauf. Haben auch Flug, aber diesmal Elektro. Was haben wir denn gegen Elektro? Nix, wenn wir Wasser reinholen, sind wir am Arsch. Klick-die-Klack. Macht auch nichts, glaube ich. Wir lassen mal Flug. Ach nee, wenn der aber auch Flug hat, Flug gegen Elektro. Alles Mist. Wir hauen weiter und cheaten uns hier durch mit unserem blöden Libeldra, was einfach nur einen Move nach dem anderen hinterherhaut. Okay, keine Schutzschilde mehr. Jetzt wird's interessant. Als nächstes würde ich wahrscheinlich dann Klick-die-Klack reinholen. Auf jeden Fall nicht Lapras. Nicht sehr effektiv. Sehr gut. Tja, Blitz gegen Boden, was willst du tun? Da müssen wir das zweite jetzt auch down haben. Und ich glaube, jeder, der das Video hier sieht, würde sich sofort ein Libeldra nehmen mit 1500 und würde das bei PvP in den Kampf schicken. Er hat nochmal Donner, Elektro meine ich. Damit müsste er auch nicht gut ankommen gegen Boden. Ich bin ja nicht vom Typ Flug, ich bin der Typ Drache. Deswegen, wir können also draufhauen. Ich glaube, wir schaffen das sogar alles mit einem Pokémon, wenn das so weitergeht. Wir haben nämlich schon wieder den Charge-Move voll. Das finde ich eben so extrem bei Libeldra. Der haut ein Ding nach dem anderen raus. Und das war's. Aufgabe fertig. Mit einem Pokémon alle drei platt gemacht, weil Libeldra einfach so overpowered ist. 3 von 3 Superliga-Trainerkämpfe gewonnen. Richtig genial. Belohnung habe ich gar nicht gesehen. Gab es schon? Gab es nicht? Keine Ahnung. Hab vorhin auf jeden Fall bei den zwei ersten in der Superliga einen Einhaltstein bekommen. Fand ich auch genial. So, das war's aber eigentlich mit Kapitel 3. Wir holen auch mal hier die Belohnungen ab. 1000, nochmal 1000, nochmal 1000. Also 3000 insgesamt. 1500 Sternenstaub. 15 Superbälle und 5 Sananabären. Dann geht es natürlich weiter im Kapitel 4 mit den Rocket-Bossen, mit den Rocket-Leadern. Und da freue ich mich ganz besonders, denn beim letzten Mal, das erste Mal so gegen die gekämpft. Jetzt weiß ich schon, was ich nehme. Hab da mein Lieblingsteam so, mit dem ich eigentlich sehr erfolgreich bin. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von heute aus, von diesem Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Kapitel 4. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.